Am 27. Juli 2024 treffen zwei britische Schwergewichtsrentner in Form von dem 40-jährigen Derek War Chisora und dem 38-jährigen Joe Juggernaut Joyce aufeinander. Derek Chisora praktiziert einen unterhaltsamen, riskanten Kampfstil. Joe Frazier-esque besteht Chisoras Defensive hauptsächlich daraus, seinen Oberkörper pendelartig unter den Angriffen seiner Gegner zu bewegen. Diese stetige Bewegung nutzt er, um sich seinen Kontrahenten zu nähern, um sie hauptsächlich mit Jabs und Haken zum Körper und weit schwingenden Powerpunches zum Kopf zu bedenken. Chisora gönnt sich und seinem Widersacher keine Ruhepause, indem er durchweg Druck ausübt. Diese extrem energiezehrende Herangehensweise sorgt dafür, dass der betagtere Athlet schnell außer Atem gerät, was er aber mit einem unvergleichlichen Kämpferherz ausgleichen kann. Chisora mangelt es am meisten an Standstabilität, geschmeidiger Beinarbeit sowie einer festen Deckung, weshalb seine unausweichliche Ermüdung in den späten Runden eines Kampfes dafür sorgt, dass er vollkommen offen für Angriffe an den Ringseilen steht. Joe Joyce wurde im Laufe seiner Karriere mit dem Terminator assoziiert und ein kurzer Blick auf sein Verhalten im Ring verrät auch wieso. Wie eine mit einer nicht allzu ausgereiften KI ausgestattete Killermaschine stolziert der hochgewachsene Brite in einem konstanten Vorwärtsgang seine Gegner nieder, wobei steife, lange Geraden und wuchtige, weit schwingende Haken zu Kopf und Körper zum Einsatz kommen. Vor allem sein Timinggefühl für den Jab lassen ihn meist den Rhythmus des Kampfes bestimmen. Von Defensivbewegungen oder Deckungsversuchen fehlt meist jede Spur. Aber sein scheinbar unerschöpflicher Ausdauertank und sein Granitkinn haben ihn in fast jeder Auseinandersetzung die Oberhand gewinnen lassen. In seinem vorletzten Kampf stand Derek Chisora in seiner zweiten Titelchance und einem fragwürdigen Trilogiekampf dem damaligen WBC-Weltmeister im Schwergewicht Tyson Fury gegenüber. Quasi von der ersten Sekunde an waren die Fronten geklärt. Fury konnte jeden Versuch Chisoras, einen Treffer zu landen, mit kontrollierendem Wrestling und Kopfbewegung verfolgenden Uppercuts unterbinden. Die Dynamik eines Raubtiers, welches mit seiner Beute spielt, wurde bereits im ersten Kampfdrittel etabliert und aus Zuschauersicht ließ sich nur spekulieren, weshalb der Gypsy King den Kampf nicht jederzeit zu einem vorzeitigen Ende brachte. Am Ende der 10. Runde hatte der Ringrichter genug gesehen und erlöste Derek Chisora von seinem Leid. In dem vorletzten Kampf von Joe Joyce versuchte er, seine einzige Profi-Niederlage gegen Big Bang Jilei Zhang wiedergutzumachen. Joyce etablierte verschiedene Defensivanpassungen, um der linken Geraden des Chinesen nicht erneut zum Opfer zu fallen. Mit der rechten Hand stets am Kinn, einem immer mal wieder in Bewegung bleibenden Kopf und der Möglichkeit, die linke Schulter ebenfalls zum Kinn hochzuziehen, kreiste er von der gefürchteten Schlaghand Zhangs weg, wobei er mit seiner langen Führhand versuchte, den Kampf zu kontrollieren. Diese Neutralisierungsstrategie brach aber schnell in sich zusammen, sobald die erste saftige Gerade des Big Bangs im Ziel landete. Die Kopfbewegungen des Juggernauts froren unverzüglich ein und er unterwarf sich vollkommen dem Kampf Jilei Zhangs. Auch wenn sich Joyce semi-effizient vor dem Markenzeichenschlag seines Gegners schützen konnte, stand er für den darauf folgenden rechten Haken weit offen, weshalb er zum Ende der dritten Runde das erste Mal in seiner Karriere schlafen geschickt wurde. Auf der AJ Helenius Undercard trat Chisora gegen den noch älteren Amerikaner Jared Washington an. Obwohl Washington fitter wirkte und Chisora sich einen Schnitt am rechten Auge zuzog, sorgte die furiose Aktivität des Briten dafür, dass Washington im Vergleich kraftlos erschien und Chisora eine einstimmige Punkteentscheidung einstreichen konnte. Zuletzt trat der Juggernaut in seinem Comeback-Kampf gegen Kash Ali an. Joyce vertraute auf seine alten Stärken und scheuchte Ali mit unermüdlicher Offensive Runde um Runde von Ecke zu Ecke, wobei er ein offenes Buch für seinen Gegner zu sein schien, der viele präzise rechte Overhands unterbringen konnte, die Joyce aber nicht einmal ein müdes Lächeln abverlangten. Kurz vorm Ende der finalen Runde brach Ali trotz einer kompetenten Performance wie viele vor ihm unter dem Druck des Juggernauts zusammen und bescherte den Briten eine erfolgreiche Ringrückkehr. Derek Chisora gehört in der aktuellen Generation an Schwergewichtsriesen mit seinen 1,87 Meter zu den kleineren Herausforderern. Auch in diesem Aufeinandertreffen trennen ihn 11 cm Körperhöhe von seinem Gegner. Obwohl sich die beiden Briten in ihrem Lebens- und Karrierestadium sehr ähneln, könnte die Distanz der Profi-Ring-Erfahrung kaum größer sein. Derek Chisora ist wahrscheinlich der dienstälteste Silberrücken der Division und hat sich den Ring bereits mit vergangenen Legenden, aktuellen Zugpferden und unzähligen Spitzenkandidaten geteilt. Hinzu kommt, dass er durch seine vergleichsweise kürzere Statur gewohnt ist, nach oben zu boxen und für tödliche Overhands bekannt ist, für die sich Joe Joyce anfällig gezeigt hat. Der Juggernaut ist aber trotz ähnlichem Alter viel näher am Puls der Schwergewichtszeit. Mit seinen Siegen über den ehemaligen WBO-Weltmeister Joseph Parker und dem aktuellen IBF-Weltmeister Daniel Dubois konnten zwei ebenfalls kleinere, flinkere Gegner, welche zu den aktuell leistungsstärksten Konkurrenten gehören, nicht gegen ihn bestehen. Obwohl man argumentieren kann, dass beide erst nach diesen Niederlagen ihren Zenit erreicht haben. Dennoch lässt mich vor allem dieser letzte Umstand davon ausgehen, dass Derek Chisora trotz einigen im Ziel landenden Angriffen den Kampf der Konditionen verlieren wird und von der Standhaftigkeit und der langen Führhand Joe Joyce Runde für Runde in die Knie gezwungen wird.
Somit prognostiziere ich einen Sieg für den Juggernaut Joe Joyce in Runde 10 durch K.O.